Die Künstler Europas reisen, tauschen Ideen und Visionen aus, stellen alle Gewissheiten radikal in Frage, bis hin zum klassischen Kunstbegriff selbst. All das sind Symptome einer grundlegenden Umwälzung, der Geburt des modernen Menschen vor 100 Jahren. In dieser Vorkriegszeit von 1914 passiert nichts direkt Revolutionäres. Aber es ist eine Phase des großen Umbruchs. Eines langsamen Umbruchs, den die Menschen alle spüren seit den 1890er Jahren. Also die Städte füllen sich mit Licht, Elektrizität ist da, plötzlich kann man telefonieren, die Züge fahren Geschwindigkeiten bis zu 100 oder 120 Stundenkilometer, man könnte ja fast schwindlig werden. Es ist alles miteinander vernetzt und verbunden und daraus ergeben sich auch bestimmte Folgerungen fürs Denken, auch fürs Denken, was die internationalen Beziehungen und den möglichen Krieg angeht. Das vielleicht Wesentlichste, das sich aus dem Denken dieser Vorkriegszeit herausdestillieren lässt, ist die Idee einer Einheit der Erkenntnis. Erkenntnis wird dabei verstanden in einem sehr weiten Sinne, nicht nur als Ergebnis der Wissenschaft, sondern auch der anderen Formen der sinnlichen Erfahrung, also der Kunst, der Musik, der Literatur. Und all diese Formen und Zweige der Erkenntnis verfolgen ein gemeinsames Ziel, den Menschen besser zu begreifen in seinem sozialen und natürlichen Umfeld. Diese Idee einer Einheit der Erkenntnis prägt die Intellektuellen dieser Epoche. Sie spezialisieren sich zwar immer stärker, verfolgen aber auch die Absicht, die verschiedenen Erkenntnisgebiete zu verbinden. Ein bewegtes Jahr. Im Rhythmus der Weltausstellungen verändert der technische Fortschritt die Welt und mit ihr den Menschen. Ein prägender Wandel ist der Triumph der Großstadt. Während sie vor Fotoapparaten und Kameras posiert, versinkt die ländliche Welt in bildlose Zweitrangigkeit. Der moderne Mensch ist urban, überall der wachsenden Reizflut ausgesetzt, von Kräften mitgerissen, die ihn übersteigen. Motor. Dieses Wort ist in aller Munde. Das Automobil und die Filmkamera erobern die Welt. Die Ära der Beschleunigung beginnt. Rasende Autos oder Lokomotiven werden unumgängliche Motive der beginnenden Ära des Kinos. Im Doppelporträt von Henry Ford und Thomas Edison verdichtet sich der Geist der Epoche. Bild, Ton, Elektrizität und Mobilität. Für die ersten Besitzer des Bell-Telefons sind auch Ferngespräche keine Zukunftsmusik mehr. Letztere entwickelt der italienische Futurist Luigi Russolo, etwa mit seinem Manifest Die Kunst der Geräusche von 1913. Und wer wissen möchte, wie Atome klingen, fragt am besten den Dänen Niels Bohr. Er stellt im selben Jahr ein neues Atommodell vor. Eine Internationale der Physik revolutioniert das Newtonsche Weltbild im Namen von Relativitätstheorie und Quantenmechanik in einem breiten Ideenaustausch zwischen Genies, nicht ganz ohne Rivalitäten.